Guten Abend, willkommen zum Magazin am Freitag. 3 Sterne, fast 100 Euro die Nacht und dann sowas. Hoteltesterin Heinemann zeigt, was sie sich auf keinen Fall bieten lassen sollten. Der große Mallorca Hotelcheck. Vorher belegtes Brötchen, Mini-Pizza, geschnittenes Obst, am besten auf die Hand. Das Angebot von Essen zu mitnehmen ist enorm. Der Preis meistens leider auch. Aber wie viel billiger ist es eigentlich, wenn man sich das Essen zu Hause selbst macht, anstatt irgendwo fertig zu kaufen? Unser Test. Wer im Urlaub keinen Reinfall mit seinem Hotel erleben will, dem können Hinweise von anderen Reisenden ganz gut weiterhelfen. Die Hoteltesterinnen Nina und Ina von HolidayCheck haben für uns besonders auffällige Bewertungen gesammelt und sich die dazugehörigen Hotels auf Mallorca ganz genau angeschaut. Und gleich, schauen Sie bitte genau hin. Fällt Ihnen an dieser Flugzeugbesatzung auch etwas auf? Richtig, die tragen nur Farbe und ein Lächeln und sonst nix. Wie man sonst noch viel Unfug mit coolen Körperbemalungen anstellen kann, das zeigen wir Ihnen gleich. Davor spüren wir Super Zoom. Verraten Sie uns heute, was ist denn das? Das wissen Sie. Hier unten sehen Sie die Telefonnummern. Rufen Sie ganz schnell an. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es klappt. Und das könnte Ihr Preis sein. Willkommen zurück zum Magazin. Schon mal einen nackten Piloten im Ferienflieger gesehen? Wir schon. Schauen Sie mal in unserem heutigen Posteingang. Wunderbar, das war's von uns. Montag sehen wir uns wieder um 19 Uhr. Ihnen jetzt einen ganz fantastischen Feierabend. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.